Liebe Schwestern und Brüder, in der ersten Juniwoche begehen wir den Gedenktag des heiligen Papstes Johannes des 23. Da sich seine Heiligsprechung in diesem Jahr zum 10. Mal jährt, möchte ich einige Gedanken zu seinem Leben und Wirken äußern. Wer war dieser Mann, der durch seine Menschenfreundlichkeit und Güte sowie sein kirchliches Wirken zu einer weit über die Kirchengrenzen hinaus anerkannten Persönlichkeit wurde? Geboren ist er am 25. November des Jahres 1881 als Angelo Giuseppe Roncalli in einem kleinen Bergdorf in der Nähe von Bergamo in Italien. Er stammte aus einfachen Verhältnissen und machte aus seiner Herkunft nie einen Hehl. Nach seiner Priesterweihe wurde er schon bald in den diplomatischen Dienst berufen. Im fortgeschrittenen Alter von 71 Jahren wurde er Patriarch von Venedig und Kardinal. Nach dem Tod von Papst Pius XII. Wurde Kardinal Roncalli zur Überraschung aller am 28. Oktober 1958 zum neuen Papst gewählt. Er gab sich den Namen Johannes der 23. Schon bald machte das Wort vom Übergangspapst die Runde. Gemeint war damit, dass aufgrund seines hohen Alters, er war 77 Jahre alt bei seiner Wahl zum Papst, wohl kaum mit einem langen Pontifikat und mit großen Veränderungen in der Kirche zu rechnen sei. Wie wir alle wissen, hatte man sich darin total getäuscht. Gewiss, sein Pontifikat währte nur knapp 5 Jahre, aber in dieser kurzen Zeit stellte er die Weichen für die Kirche auf dem Weg in die Zukunft. Er gab der Kirche ein neues Gesicht, er läutete eine Wende ein. Schon 3 Monate nach seiner Wahl zum Papst kündigte er seine Absicht an, ein ökumenisches Konzil einzuberufen. Dieses Konzil ist als das 2. Vatikanische Konzil in die Geschichte der Kirche eingegangen. Es war ein Konzil besonderer Art. Papst Johannes der 23. wollte kein Lehrkonzil mit neuen Dogmen, sondern ein von der Seelsorge geprägtes dialogisches Konzil. Er selbst beschrieb seine Intention mit dem Bild vom Fenster öffnen. Er wollte die Fenster der Kirche öffnen und den frischen Wind der Liebe und des Heiligen Geistes in die Kirche hineinlassen. Die Fenster öffnen, das bedeutete für ihn, als Kirche in den wachen Kontakt mit der modernen Welt zu treten. Ein Wort von ihm machte in dieser Zeit die Runde. Es war das Wort Aggiornamento, was so viel wie Verhäutigung bedeutet. Die Kirche sollte die Zeichen der Zeit verstehen und ihre Botschaft in die heutige, moderne Welt hineintragen. Am 11. Oktober 1962 begann mit enthusiastischen Erwartungen das Konzil, das er allerdings nicht mehr vollenden konnte. Johannes der 23. war ein echter Seelsorger auf dem Papstthron. Mit dem ausgefeilten protokollarischen Stil seines langjährigen asketischen Vorgängers Papst Pius XII. Wusste er wenig anzufangen. Stattdessen suchte er immer wieder die Nähe der Gläubigen und des Volkes. In Erinnerung geblieben ist das Bild eines lächelnden Gesichts und von 2 ausgebreiteten Armen, mit denen er gleichsam die ganze Welt umarmen möchte. Kein Papst in der Geschichte der Kirche wurde von den Menschen von Anfang an so geliebt und verehrt wie Johannes der 23. Schon unmittelbar nach seiner Wahl zum Papst wurde er von den Italienern Il Papa Buono, der gute Papst, genannt. Er war der Papst mit dem offenen Herzen, dem die Herzen aller zuflogen. Er hatte einen großen Glauben und eine tiefe Frömmigkeit. Zahlreiche Worte und Zitate sind von ihm überliefert. Eines der bekannteren lautet: Wer glaubt, der zittert nicht. Am 3. Juni 1963, einem Pfingstmontag, starb er nach langer Krankheit. Im Jahre 2014 wurde er heilig gesprochen.
Sein unverwester, öffentlich sichtbarer Leichnam befindet sich heute im Petersdom in Rom. Viele Millionen Menschen besuchen immer wieder seinen Sarkophag und danken Gott für diesen großen Papst.